Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge MJ Update. Und das ist nicht irgendeine Folge, es ist die 18. Folge. Endlich volljährig, 18 Folgen MJ Update. Ich freue mich total, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr Michael Jackson und auch diesen Kanal mit unterstützt. Heute sind wir wieder bei einer ganz klassischen Folge von MJ Update. Hier geht es heute wieder um News, nachdem die letzten drei Folgen ja drei Spezialthemen hatten. Einmal Paul Dwyer, Humanitarian, der wahre Michael Jackson. Dann hatten wir den MJ Music Day aus Köln bei Stommeln, das Tonstudio in Deutschland, wo Michael Jackson Ghosts aufgenommen hat oder dran gearbeitet hat. Und das Kingvention Spezial, Folge 17, die letzte Folge, die jetzt auch übrigens, während wir hier miteinander sprechen, über 900 Abrufe hat auf YouTube und damit meine erfolgreichste Folge hier ist. Yeah, super. Ja, ich freue mich total, dass euch das gefällt, dass ihr euch das anschaut. Und an dieser Stelle, bevor wir gleich auch in die News einsteigen, nochmal vielen, vielen Dank an die Veranstalter der Kingvention, an Past Jax, an Sebastian, aber auch an alle freiwilligen Helfer vor Ort, die in London mitgeholfen haben. Es war eine unvergessliche Veranstaltung. Sie hat mega, mega, mega Spaß gemacht und da wurde so viel geboten. Ich bin immer noch, was die Eindrücke angeht, total geflasht von dieser Veranstaltung. Kingvention ist auf jeden Fall ein Wahnsinnserlebnis und kann ich jeden, ich habe es in der Folge ja gesagt, jedem nur empfehlen, das selbst zu erleben. Und wie wir jetzt erfahren haben, wird die Kingvention 2024 nicht in London stattfinden, sondern die Kingvention macht gerade Werbung auf ihren Social-Media-Kanälen, dass die Kingvention geplant wird, nächstes Jahr in Los Angeles zu machen. Ich weiß, dass ein paar Zuschauer auch aus den USA hier dabei sind. Wenn ihr habt sicherlich auch lokal mitbekommen, aber die Kingvention, die Planungen laufen, dass sie nächstes Jahr eben in Los Angeles stattfinden wird. Da gibt es gerade eine Liste, in der ihr euch eintragen könnt von der Kingvention, weil die Kingvention macht gerade einen Abruf in den USA oder auch an alle anderen, die Lust haben, dorthin zu reisen. Also wer Interesse hat, die Kingvention nächstes Jahr in den USA, in Los Angeles zu besuchen, kann sich auf der Kingvention-Site aktuell eintragen lassen. Ich selbst werde wohl nächstes Jahr eher nicht dahin fahren. Los Angeles ist mir dann doch ein bisschen zu weit und auch zu kostenintensiv. Aber 2025 ist angedacht, dass sie vermutlich wieder in London stattfindet und da werde ich bestimmt wieder dabei sein. Und wo wir gerade bei meiner letzten Folge sind, Folge 17, Kingvention Spezial, auch nochmal vielen Dank an alle, die diese Folge unterstützt haben. Also an euch, ihr, die diese Folge euch angeschaut habt, die diese Folge geteilt haben, kommentiert und geliked haben und auch an alle, die diese Folge öffentlich beworben haben. Also da fällt mir einmal der Malibu Fanclub ein. Vielen Dank an Jenny, du hast die Folge in deinem Newsfeed auf Facebook geteilt, aber auch das MJ Vibe Michael Jackson Fanclub. Da gibt es ja diese Newsseite von MJ Vibe aus England. Da gibt es diesen Eintrag rund um die Kingvention, wo alle Influencer aufgezählt werden, die über die Kingvention berichten. Und da hat man mich auch mit aufgenommen. Und auch noch einen Dank an der Michael Jackson Podcast. Ihr habt in der vorletzten Folge mittlerweile auch sehr ausführlich über die Kingvention berichtet. Da kann ich euch auch noch mal empfehlen, reinzugucken oder reinzuhören vielmehr. Es ist ja ein Podcast. Da werden euch noch mal sehr ausführliche Details über die Interviews berichtet, die ich gar nicht mehr so auf den Schirm hatte. Das heißt, der Michael Jackson Podcast nimmt sich noch mal sehr viel mehr Zeit für die Interviews mit den Gästen, sodass ihr da auch noch mal viel mehr Einzelheiten erfahrt. Vielen, vielen Dank noch mal an alle, die auf jeden Fall auch meinen Kanal und meine Folge und auch die letzte Folge zu so einem Erfolg verholfen haben. Das freut mich. Und jetzt starten wir mit der neuen Folge. MJ Update, Folge 18 und jetzt geht's in den Trailer und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich bin euer MJ Update Harry und wir kommen aus dem Feiern gar nicht raus. Ich habe ja gerade schon erzählt, das hier ist die 18. Folge MJ Update und zur 18. Folge habe ich sogar die 1000 Follower geknackt.
Also der nächste Meilenstein, der Kanal wird immer größer und gerade die Kingvention-Folge hat sehr viel Aufmerksamkeit mitgebracht und hat nochmal einen richtigen Push für diesen Kanal gebracht. Und wir kommen aus dem Feiern nicht raus, ich habe es gesagt, in der nächsten Folge werden wir auch schon vermutlich ein Jahr MJ Update feiern. 18 Folgen, 1000 Follower und ein Jahr MJ Update, drei Meilensteine. Ja, nochmal vielen Dank an alle, die zuschauen, an alle, die Michael Jackson und diesen Kanal so aktiv unterstützen. Danke, danke, danke. Sagt es gerne weiter und teilt auch gerne auf Social Media eure Lieblingsfolge mit dem Hashtag MJUpdate wird 18. Ja, mich würde sehr interessieren, welche Folge euch am besten gefällt. Ihr findet mich nun neu auf Instagram mit @MJUpdate by Harry. Außerdem bin ich ja sowieso auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, auch mit dem Namen MJUpdate by Harry. Und natürlich hier auf YouTube in den Community-Bereich findet ihr mich. Da mache ich ja auch immer wieder News oder gebe Infos zu neuen Folgen oder zu alten Folgen oder veröffentliche auch nochmal Fotos. Da könnt ihr gerne, nutzt gerne die Social Media mit dem Hashtag MJUpdate wird 18, um eure Lieblingsfolge zu benennen. Oder auch wenn ihr mehrere Folgen habt, könnt ihr auch gerne mehrere Folgen benennen. Würde mich sehr interessieren, was bei euch am besten ankommt. Also, ich setze auf euch, dass ihr mitmacht. Vielen Dank. Und am Ende dieser Folge nehme ich euch nochmal mit nach London und zwar in mein Hotelzimmer und zeige euch den Merch, den ich mir in London gekauft habe. Ja, willkommen. Hier sind wir wieder bei dem Newsblog und ich bin immer überrascht, jetzt gerade nach den letzten Wochen, wie viel doch gerade passiert ist in den letzten Wochen. Es gibt immer irgendwelche News rund um Michael Jackson, die irgendwie auftauchen. Und die letzten drei Folgen haben sich ja um Fokusthemen gedreht. Und da haben sich natürlich auch die ganze Zeit News angesammelt, die ich natürlich nicht thematisiert habe hier in den Folgen. Und das holen wir jetzt nach. Ich glaube nicht, dass ich so detailliert werde wie in manch anderen Folgen, aber ich habe mir die großen News rausgeholt, wo es rund um Michael Jackson geht und die gehen wir jetzt im Detail durch. Und da fangen wir jetzt direkt mit den Big News an. Das offizielle Michael Jackson Musical MJ The Musical kommt nach Deutschland. Und zwar bringt Stage Entertainment das Michael Jackson Musical nach Hamburg. Ab dem 4. Dezember 2024 wird es aufgeführt. Da ist die Premiere. Tickets gibt es jetzt schon an allen Vorverkaufsstellen, also online zu kaufen, bei Eventim. Ich glaube auch bei Ticketmaster, bin mir gerade nicht sicher. Über Stage Entertainment findet ihr den Links und ich baue die natürlich auch hier wieder in den Community-Bereich rein oder unten unter den Videoinformationen. Der Cast wird aktuell noch gesucht. Es finden Castings gerade statt. Also wer Michael spielt in den verschiedenen Jahrgängen, das steht also noch nicht fest. Es laufen also noch die Vorbereitungen. Es ist ja auch noch genug Zeit, noch über ein Jahr müssen wir warten. Und ja, Tickets gibt es ab 88 € für die frühen Vorstellungen im Dezember. Und ab Januar 2025 gibt es Tickets ab 66 €. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Und je näher wir kommen, desto teurer werden die Tickets. Das ist ja aktuell durchaus üblich, dass die Preise auch variieren. Das ist ja sehr dynamisch mittlerweile mit diesen Ticketpreisen und das ist auch bei Musicals so. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass es für Fans keine Vorbucherpreise gab. Das gab es zum Beispiel in London. Da läuft ja das MJ-Musical ab März nächsten Jahres. Und als da die Tickets in den Verkauf gingen, gab es extra Codes für Fans, dass wir das günstiger kaufen konnten. Und das habe ich jetzt hier beim MJ-Musical Deutschland in Hamburg nirgendwo mitbekommen. Es gab den normalen Newsletter, für den man sich anmelden konnte, beim Stage Entertainment. Aber es gab keine Rabattaktion, dass wir vor dem normalen Vorverkauf als Fans uns günstigere Tickets hätten kaufen können. Das hat mich so ein bisschen betrübt. Nichtsdestotrotz habe ich mein Ticket gebucht. Hier ist es. Nächstes Jahr am 4. Dezember, am Premierentag, werde ich in Hamburg sein und mir das Musical anschauen. In der nächsten News geht es um die Thriller 40-Doku. Die sollte ja schon letztes Jahr rauskommen. Da wurde sie immer wieder angekündigt. Rund um das Thriller 40-Projekt, das Album zum 40-jährigen Jubiläum, wurde auch eine Doku zum Thriller-Album gemacht. Eine offizielle Doku vom Michael Jackson Estate.
Und diese Doku wurde letztes Jahr immer wieder angekündigt, verschoben. Und dann hat man irgendwann gar nichts mehr gehört. Und jetzt hat man endlich einen Starttermin gefunden. Etwas über ein Jahr nach der Uraufführung letztes Jahr hat es nun gedauert, bis diese Doku auch international auf Streamingportalen oder auch im Fernsehen gezeigt wird. In Deutschland wird sie vermutlich nicht auf einem Streamingportal laufen. Da ist mir jedenfalls noch nichts bekannt. Aber sie wird in Deutschland im Fernsehen linear ausgestrahlt. Also wir können ganz normal im Fernsehen die Doku sehen. Wir brauchen kein teures Streaming-Abo uns zu holen. Ich glaube, Paramount war im Gespräch, dass man Paramount Plus sich hätte buchen müssen, um das sehen zu können. In manchen Ländern läuft das auch auf Paramount. In Deutschland wird es auf MTV ausgestrahlt und zwar jetzt ganz dicht an dieser Folge ran, am 2. Dezember. Das ist ein Samstagabend um 20.15 Uhr. Ich werde natürlich versuchen, mir das anzuschauen. Wenn ihr Zeit habt, am Samstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr ist die Weltpremiere, nee, nicht die Weltpremiere, die Deutschlandpremiere von der Thriller 40 Doku. Ja, die letzten 6 Wochen waren absolute Highlights bei mir. Einmal der MJ Music Day, einmal die Kingvention und dann war ich noch 2 Mal auf einem Madonna-Konzert hier in Köln. Madonna live in der Köln Arena, ausverkauft, 2 Abende. Und das Besondere daran war, Madonna hat auf ihrer Tour ein Michael Jackson Tribute mit eingebaut. Und da muss ich sagen, Gänsehautmoment. Ich war in der Arena, ich war vorne front on stage und ich hatte schon einen Spieler gesehen aus London. Ihre Tour hat ja aktuell erst gestartet und es war spektakulär. Die Arena hat gekocht, getobt, als dieser Einspieler kam. Billie Jean und Like a Virgin. Madonna hat das gemixt, diese beiden Songs. Und Michael Jackson war noch vertreten mit dem Smooth Criminal Intro. Dann The Way You Make Me Feel wurde noch kurz aus dem Video eingespielt. Dann Dangerous wurde eingespielt. Und ich glaube noch so ein ganz kleiner Snippet von You Rock My World. Und zum Schluss noch Never Can Say Goodbye und von Madonna wurde der Song Angel eingespielt. Also das war 3-4 Minuten Tribute hat sie den Ganzen gegeben und das war ein richtig cooler Zusammenschnitt. Also das war, ein Vorhang ging runter und dann hat man die Silhouette von Michael gesehen zu Billie Jean, dann kam Madonna dazu, dann kam das Dangerous, dann ging es rüber in Like a Virgin, dann wieder Dangerous. Und rechts und links auf der Videoleinwand hat Madonna die ganze Zeit Fotos von sich und Michael eingespielt. Sie war ja 84 schon mal mit ihm zusammen. Dann, ich glaube, 90 noch mal im Auto. Da hat er so ein rotes Hemd an und da waren die zusammen essen. Und dann noch mal zur Oscarverleihung. Er im weißen Anzug oder sie im weißen. Oder beide waren weiß und Michael hatte eine schwarze Hose, glaube ich, an. Also auch sehr schicke Fotos, die man so kennt. Und das war atemberaubend. Also ich fand auch die Madonna-Show generell genial. Super Konzert. Also eine Wahnsinnsfrau. Und wenn ich mir das anschaue und auch vorstelle, was Michael noch hätte bringen können. Die sind ja im selben Alter. Michael und Madonna sind beide im August 58 geboren, die sind also gleiche Alter, 65 dieses Jahr geworden. Michael wäre 65 geworden, Madonna ist 65 und es war spektakulär. Also richtig gute Stimmung, ein tolles Konzert und das i-Tüpfelchen war dann wirklich noch dieser Michael Jackson Tribute, den Madonna gebracht hat. Ja, das einmal dazu, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Dazu habe ich auf meinem anderen Kanal, auf Konzertjunkie CGN, habe ich auch ein Video mit von diesem Auftritt veröffentlicht. Das verlinke ich euch hier rein, das könnt ihr euch entsprechend anschauen. Michael Jackson ist back auf der Nummer 1 und zwar auf der Forbes-Liste. Die Liste der bestverdienenden verstorbenen Künstler des Jahres. Die Liste heißt offiziell Highest Paid Dead Celebrities of 2023 und Michael Jackson hat letztes Jahr 115 Millionen Dollar eingenommen und ist damit auf Platz 1 vor Elvis, der 100 Millionen eingenommen hat und vor dem Doors-Musiker Ray Manzarek, der 45 Millionen eingenommen hat. Und erst dahinter waren Whitney Houston, Prince und so weiter
Michael ist also mit Abstand die Nummer 1 der bestverdienenden Musiker, Künstler generell. Auch bildende Kunst ist da mit drin, Künstler, die zeichnen, Autoren, also da ist alles Mögliche mit drin, was unter Kunst zusammengefasst wird. Michael ist da wieder zurück auf Platz 1 und in der Liste wird maßgeblich angegeben, dass die Einnahmen eben aus der Las Vegas Show kommen, aber auch das MJ Musical und das Thriller 40 Projekt. Also das sind die Haupteinnahmequellen, aber wir wissen ja, dass auch Michaels Backkatalog sich immer noch gut verkauft. Die Vinyls sind ja immer in den irgendwelchen Vinylcharts vertreten und auch die Streaming auf Streamingportalen ist Michael auch aktiv immer in der Top 100, wenn wir zum Beispiel an die Spotify-Liste denken. Auf Spotify hält sich Michael Jackson konstant seit Jahrzehnten, muss man ja jetzt schon sagen, seit über 10 Jahren immer in der Top 100 der meistgehörten Künstler weltweit. Und aktuell, jetzt gerade rund um Halloween, ist er immer weiter gestiegen. Ich glaube, bis auf Platz 60 wieder. Das ist, glaube ich, nochmal ein neuer Meilenstein gewesen. Und auch das muss man erstmal schaffen, dass man konstant über so viele Jahre immer in der Top 100 der globalen Weltcharts ist. 1 Milliarde Abrufe für Beat It auf YouTube. 1 Billion for Beat It. Es ist geschafft. Nach Billie Jean, nach They Don't Care About Us, ist nun Beat It das dritte Lied von Michael Jackson, das die 1 Milliarde Grenze auf YouTube überschritten hat. Das heißt, 1 Milliarde Abrufe hat auf diesem Portal das Video von Michael Jackson. Und das nächste steht in den Startlöchern, das habe ich auch schon mal hier gesagt. Thriller hat, glaube ich, gerade so um die 950 Millionen Abrufe. Die Langfassung, also das richtige 11-12 Minuten Video. Und da wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, wird das Thriller Video das vierte Video sein, das eben in diesen Club der 1 Milliarde Abrufe reinkommt. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch an Beat It. Das dritte Video von Michael, das im Club der 1 Milliarde Videos aufgenommen wurde. Es gibt so viele Auktionen gerade und da rede ich jetzt nicht von eBay-Auktionen. Da können wir ja immer nachschauen und gucken. Da sind auf jeden Fall für mich bezahlbare Inhalte zu finden von Michael. Ich rede aber von den großen Auktionen der Auktionshäuser, die so im Umlauf sind. Im Kingvention-Video habe ich euch ja die Kostüme gezeigt vom Prop Store. Die wurden auch verkauft. Einmal die Beat It. Die Pepsi-Jacke wurde für 286.000 Euro verkauft und das Rabbit-Kostüm aus dem Moonwalker-Film wurde für 28.000 Euro verkauft. Das Poster von den Jackson 5 stand als unverkauft dort, also es wurde offenbar nicht verkauft. Davon abgesehen gab es noch eine Reihe weiterer Auktionen und zwar einmal eine in Paris. Dort wurde der Hut von Michael versteigert, den er bei der Motown 25-Veranstaltung aufhatte. Der wurde für 78.000 Euro verkauft. In Nürnberg in Deutschland gab es eine Auktion von Restlos. Da gab es unter anderem einen Terminkalender von Michael, von MJJ Production, glaube ich, stand drauf, oder Neverland, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich blende das hier ein. Der wurde für 6.700 Euro verkauft. Und da gab es ein paar wenige Einträge und Notizen von Michael. Außerdem eine Victory-Tour-Brille ist für 4.900 Euro weggegangen. Und dann geht es danach runter, Hemden, Broschen, aber auch ein Pappaufsteller von Michael, der auch erst 2009 veröffentlicht wurde. Die größeren Artikel wurden zwischen 900 und 2.700 Euro verkauft, also durchaus bezahlbar. Auch ein paar Hemden, die Michael tatsächlich getragen hatte. Unter anderem war auch dieses Hemd dabei, was er bei dem 10. Geburtstag vom MTV anhatte, wo er ja zusammen mit Slash, Black or White und Will You Be There gesungen hatte. Das wäre noch interessant gewesen. Aber auch mit knapp, ich glaube, 2.700 Euro auch noch fast bezahlbar, wenn man so will. Wenn ich jetzt mal von der Lederjacke absehe bei Propstore für 283.000, dagegen ist das Hemd für 2.700 Euro ja fast ein Schnäppchen. Aber ich habe da nicht zugeschlagen. Und jetzt aktuell habe ich noch etwas über die Gotta Have Rock'n'Roll Auktion gehört. Denn dort sind unter anderem auch eine Festplatte
zu versteigern, auf der unveröffentlichte Michael Jackson Songs drauf sind. Eine ganze Liste geht darunter mit unveröffentlichten Songs. Das können Ausschnitte sein von Songs, das können Instrumentalversionen sein, das können auch nur kurze Schnipsel sein. Es können auch Vocals drauf sein, es können auch komplette Songs drauf sein. Man weiß nicht, was da genau drauf ist. Es ist eine ganze Liste mit rund 20 verschiedenen Songs. Viele kennt man nicht. Und die wird aktuell von diesem Auktionshaus Gotta Have Rock'n'Roll versteigert. Und die haben auch noch ein paar andere Items. In Deutschland ist ein Buch erschienen, und zwar Meilensteine einer Weltkarriere. Die Dietmar-Kollektion von Chris Julian Dietmar. Das ist ein Fan aus dem Münchner Großraum. Und er soll wohl eine der größten Privatsammlungen haben von Michael Jackson. Der Michael Jackson Podcast hat auch ein kurzes Interview mit ihm veröffentlicht in einer Kurzepisode. Da kann man mal reinhören, was er da zu sagen hat. Und er hat jetzt ein sehr hochwertiges Bildband rausgegeben, wo Michael Jacksons Karriere anhand seiner Sammlung aufgezeigt wird. So habe ich das auf jeden Fall aus den Erzählungen raus verstanden. Das Buch selbst habe ich mir noch nicht gekauft. Es liegt aktuell bei 40 Euro. Man kann es auch überall erwerben, Buchhandel, aber auch auf Amazon. Es ist sehr hochwertig aufgebaut, ein Bildband, daher auch der höhere Preis. Und er beinhaltet 250 Weltraritäten, die teilweise das erste Mal gezeigt werden aus seiner privaten Sammlung. Und wenn ich das Buch mir mal zulegen sollte, werde ich da vielleicht auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ein Update zur Klage, die angestrebt wurde gegen Jeffrey Phillips. Das ist ein früherer Freund von LaToya Jackson. Die waren zusammen, ein Liebespaar. Und er hatte, nachdem Michael Jackson starb, hatte er in Michael Jacksons Anwesen mehrere Gegenstände an sich genommen. Jeffrey Phillips hat gesagt, LaToya hat mich dazu beauftragt, dass ich in sein Anwesen fahren soll und alles einsammeln soll, was ich in die Finger bekomme. Dazu gehörten Festplatten, Computer, aber auch Erinnerungsstücke rund um Michael. Und der Michael Jackson Estate hat eben eine Klage gegen Phillips angestrebt, dass er eben diese Gegenstände geklaut haben soll. Und da steht nun Aussage gegen Aussage. Und hier hat man jetzt auf jeden Fall eine gütige Einigung gefunden. Jeffrey Phillips hat alle Gegenstände, die er damals mitgenommen hat, an den Michael Jackson Estate übergeben. Es kommt also zu keiner Klage. Die ganze Sache wurde in guten gelöst. Das ist doch mal eine erfreuliche Meldung. Taj Jackson, der Neffe von Michael Jackson, hat auf seinem GoFund-Kanal, wo er Geld für eine Doku sammelt, Rewriting History, Fotos veröffentlicht von sich und seinem Onkel Michael. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn aus dem inneren Circle Fotos veröffentlicht werden, private Fotos, neue Fotos, und die verlinke ich euch hier auch nochmal rein. Auf den Kanal könnt ihr spenden für eine Doku, die Taj gerade dreht, wo eben sein Onkel verteidigt werden soll gegen all diese Anschuldigungen, die gegen ihn gemacht werden. Rewriting History nennt er das gerade. Und im MJ-Cast, den englischen Michael Jackson Podcast, war Taj auch in den letzten Wochen zu Gast. Und da hat er auch ein Update zu dieser Doku gegeben, dass er weiterhin daran arbeitet, dass er sie auf jeden Fall veröffentlichen möchte, dass eine Pilotfolge fertig ist. Die könnte er sich vorstellen, auch dass sie auch noch vor dem Biopic veröffentlicht wird. Er hat dort auch erzählt, dass ihm Investoren abgesprungen sind. Daher gab es auch immer wieder Rückschläge, dass er mit der Arbeit nicht so vorankommt, wie er sich das vorstellt. Und man muss jetzt auch sagen, seit 2019 ist Taj an dieser Doku am Arbeiten. Jetzt haben wir 2023, also nächstes Jahr, wenn vielleicht eine Folge veröffentlicht wird, ist das 5 Jahre her. Es dauert sehr, sehr lange, diese ganze Arbeit. Ich bin trotzdem gespannt, was da kommt. Meine Unterstützung hat er, weil er Michael wirklich immer unterstützt und auch in mehreren Dokus, Interviews immer für seinen Onkel gesprochen hat. Auch in Deutschland zum Beispiel in Die Akte, ein Michael Jackson Spezial, wo auch Michael verteidigt wurde und eben die Hintergründe zu den Anschuldigungen beleuchtet wurden. Und
Hier in diesem Fall ist es aber so, dass es unveröffentlichte Fotos gibt von Michael und auf dem GoFund-Kanal könnt ihr euch die anschauen. Die französische Fanin Rachel, die einen Blog hat, auf Französisch, On MJ Footsteps heißt der. Und sie war wohl diesen Sommer am Neverland Gate, an den Toren der Neverland Ranch und kam dort mit dem Wachmann ins Gespräch, der dort seit über 40 Jahren auch schon arbeitet, auch für die verschiedenen Inhaber der Ranch, unter anderem natürlich auch für Michael. Und er hat Rachel ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählt, und zwar, dass die Ranch wieder hergerichtet ist, also die Blumenbeete sind hergerichtet und Bäume und Bepflanzung und Sträucher, also es ist wieder so, wie es zur Neverland-Zeiten dort aussah, als Michael dort auch wohnte. Der Neverland Zoo hat auch wieder Tiere, aber keine Wildtiere. Und auch ein paar Karussells sind wieder auf Neverland. Und das erzählt sie in ihrem Blog. Das alles ist hergerichtet für das offizielle Michael Jackson Biopic, das dort gedreht wird. Die Dreharbeiten, so der Wachmann, haben aber noch nicht stattgefunden. Also die haben noch nicht gestartet. Er hat auch erzählt, dass er davon ausgeht, dass die Ranch eventuell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte. Das steht im starken Widerspruch zu der Stadt oder zu der Region, die ja sagen, wir wollen aus diesem Gebiet kein Touristengebiet machen. Die Straßen und Wege sind dafür nicht ausgelegt, dass aus dieser Ranch ein Touristenziel gemacht werden könnte. Aber da steht jetzt, da muss man gucken, wie sich das entwickelt. Es ist nur ein Wachmann, aber auch ein Wachmann, der da schon sehr lange arbeitet und sicherlich auch Erfahrungen hat und ziemlich viel hört und sieht. Was jetzt letztendlich wahr ist, was nach den Dreharbeiten aus der Ranch gemacht wird, es bleibt weiterhin spannend, was der neue Investor, der neue Inhaber dort vorhat. In der letzten News geht es um Priscilla Presley, Tochter von Lisa Marie Presley und Ehefrau von Elvis Presley. Sie hat gerade ihr erstes großes Interview gegeben, nachdem ihre Tochter im Frühjahr verstarb. Und zwar hat sie das Piers Morgan gegeben, dem britischen Journalisten. Und dort kam man in dem Interview auch auf Michael zu sprechen. Im Fokus stand natürlich der tragische Tod für ihre Tochter, aber auch das Leben von Priscilla Presley wurde natürlich im Interview beleuchtet. Aber auch die Verbindung zu Michael. Und Piers hatte sie eben gefragt, wie die Verbindung so zwischen ihr und Michael war. Und Priscilla hat halt gesagt, ich habe ihn einfach nie gesehen. Er ist mir aus dem Weg gegangen. Und sie glaubte, dass Michael Angst vor ihr hätte, weil er ihr immer aus dem Weg gegangen ist. Und das hat man ja früher auch schon gehört, dass da, ja, die sollen sich nicht ganz so grüne gewesen sein. Priscilla hat jetzt auch nochmal aktuell vermutet, dass Michael nur mit Lisa Marie zusammen war, weil Michael den Namen Presley haben wollte, weil er diese Presley-Jackson-Verbindung haben wollte. Und das ist ihre Vermutung, das hatte sie Lisa Marie auch immer gesagt. Lisa Marie hat das aber nochmal anders auch in Interviews gesagt, dass sie wirklich auch verliebt in Michael war, dass das eben keine Scheinbeziehung war, wie das ja häufig auch von den Tabloids dargestellt wird. Ja, es kam kein richtiges Gespräch zustande, hat sie weiter gesagt. Und sie hat weiter im Interview auch gesagt, dass sie Michael für sehr talentiert befunden hätte. Das war ein großartiger Künstler. Und sie hat noch so ein bisschen aus der Zeit erzählt, als die Trennung zwischen den beiden ja schon vollzogen war oder am Laufen war. Da war sie offenbar mit Lisa Marie auf Hawaii im Urlaub und im Urlaub hat Lisa Marie ihr dann auch ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet und gesagt, du, ich sehe Michael nie, er ist einfach tagelang nicht da. Und Priscilla, ja, wo ist er denn? Du bist doch mit ihm verheiratet. Und sie sagt, weiß ich nicht. Ich habe ihn gefragt, wo Michael ist. Und ich habe und Lisa Marie hat mir gesagt, ja, dass er beschäftigt sei, er hat Geschäfte zu machen und dass er unterwegs war. Und Priscilla hat auch gesagt, dass bei Michael wohl das Geschäft, die Arbeit an erster Stelle stand. Und das ist ja auch etwas, was konsistent ist, was Lisa Marie auch in ihren Interviews immer wieder gesagt hat, dass Michael oft tagelang nicht da war. Und damit ist das schon in sich schlüssig. Ich glaube schon, dass Priscilla authentisch in dem Interview war, was Michael angeht. Ob es tatsächlich der Name war, weswegen Michael die Verbindung mit Lisa Marie eingegangen ist oder nur dieser Name war, werden wir nicht mehr erfahren. Viele sagen ja aus dem inneren Circle, dass Michael mit Lisa Marie verliebt war, dass da eine wirkliche Beziehung stattgefunden hat. Aber wie intensiv das war. Lisa Marie hat ja in ihren Interviews auch gesagt, dass sie in Michael verliebt war. Ja, im Endeffekt war das jetzt das erste Mal, dass Priscilla ihren
Blickwinkel auf diese Beziehung auch öffentlich kundgetan hat. Und das ist durchaus interessant, das aus ihrer Perspektive zu erfahren. Ja, das war der Newsüberblick. Da habe ich die Highlight-News der letzten Wochen, Monate muss man jetzt schon fast sagen, zusammengefasst. Damit seid ihr auf jeden Fall upgedatet. Und jetzt nehme ich euch mit in mein Hotelzimmer nach London und zeige euch nochmal schnell alle Merchandise-Artikel, die ich in England eingekauft habe. Viel Spaß! Ah, ich bin im Hotel und meine Stimme ist angeschlagen. Die hört sich auf jeden Fall anders an als sonst. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen zu viel Michael-Songs gesungen und zu laut gesprochen auf der Kingvention. Einmal dieses Shirt hier, Michael Jackson bei den Proben, Bad Tour. Das ist, glaube ich, aus der ersten Leg. Aus welcher Stadt das ist, weiß ich nicht. Aber dieses Shirt ist offiziell, das habe ich schon häufig gesehen. Es gibt schon sehr lange und ich wollte das immer mal haben und jetzt war endlich der Tag, wo ich mir gesagt habe, jetzt gönne ich mir das. Also, einmal das Shirt. Hier gibt es eins noch von der Invincible Session. Das ist nicht offiziell, das habe ich vom MJ Market. Das haben die auch in ihren Subscription Boxes drin gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Hier ist ein exklusives Shirt, das es nur hier auf der Kingvention gab. Da merkt ihr, meine Stimme geht hoch. Ja, richtig cool. Ich finde von dieser Fotosession, da gab es unglaublich tolle Fotos, die hier auch ausgestellt wurden. Und dieses Shirt, das ist exklusiv für die Kingvention hergestellt. Ich weiß gar nicht, unter welchem Namen. Das gab es im King of Shops, also gehört das schon zu MJ Vibe und der Kingvention dazu. Richtig cooles Motiv. Dann habe ich hier eine Tasche. Heal the World. Die habe ich bekommen. Ich glaube von King of Shops. Genau, die hatten die Shirts dann in diese Tasche reingetan. Nee, das stimmt gar nicht. Der MJ Market war das. Der MJ Market, der war es. Genau, der hatte die T-Shirts hier reingetan und das gab es als Geschenk. Also auch richtig cool vom MJ Market. Ja, das offizielle Programmheft der Kingvention, das habe ich am Eingang geschenkt bekommen. Und das gehen wir sicherlich auch nochmal durch. Da gibt es auch ganz viele. Ja, da ist nochmal der ganze Ablauf der Kingvention beschrieben. Zeitpläne und wahrscheinlich habe ich die hier irgendwo auch mit verarbeitet. Hier nochmal eine Einzelpostkarte, auch von Prop Store, wo die Pepsi-Jacke drauf ist. Und eben, es wird hier die Live-Auktion beworben. Hier habe ich den offiziellen Kingvention-Anstecker, Limited Edition. Und da ist Michael von nahen zu sehen, wie er eben schreit. Und ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das der für die diesjährige Kingvention ist. Die machen ja jedes Jahr ein. Da muss ich nochmal näher ran. Das sehe ich gerade nicht. Das Licht ist hier nicht so gut. Die Gravur kann ich nicht sehen. Auf jeden Fall einen offiziellen Kingvention-Anstecker. Und irgendwie musste der ja sein. Wenn man hier ist auf einer Kingvention, wollte ich mir auf jeden Fall auch den Anstecker dazu holen. Hier ein weiteres Shirt von MJ Market. Und ja, das ist auch eins meiner, also es gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfotos. Michael mit dem Schleier vor dem Gesicht und in diesem schwarzen Outfit. Das sieht ja echt mega, mega aus. Und falls ihr es nicht wusstet, das sollte ja das ursprüngliche Badcover werden. Hier ein Buch, The Story of History, so heißt es. Das ist von Pest Jax. Pest Jax ist ja einer der Begründer der Kingvention oder der Begründer der Kingvention. Er hat hier die Interviews geführt und er macht ja auch Bücher, wie man hier sieht. Aber ein Buch über die komplette History-Zeit. Ein paar Anstecker habe ich mir noch gegönnt mit verschiedenen Motiven aus der Thriller-Ära und ein Smooth Criminal-Sticker ist da auch dabei. Macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, diese Zusammenstellung, aber schön sehen sie auf jeden Fall aus. Dann gibt es hier noch mein Bändchen von der Kingvention für mein Ticket Silver Day One. Und ich habe noch so ein Bändchen bekommen. MJ Influencer. Auch wieder das Bändchen dazu. Mit Michael auf der Rückseite und ich bin vorne auf dem Foto drauf. Und ja, auch sehr schön, so ein Bändchen zu haben von der Kingvention.
fand ich jetzt eine tolle Wertschätzung. Und ich habe mir hier die Autogramme von den ganzen Gaststars oder Gastrednern draufschreiben lassen. Und das letzte Item ist nochmal ein Club 30 T-Shirt von der Kingvention. Das gab es zum Schluss für alle am Tag 2 geschenkt. Also auch noch ein super gratis Geschenk. Das ist auch, ja, das wird aus dem MJ-Shop sein. Und ja, ein super Item, super cool, dass wir dann zum Abschluss noch so ein Highlight bekommen haben. Also werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. Ja, das sind die Michael Jackson Items, die ich auf der Kingvention bekommen habe. Das war MJ Update Folge 18. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Bitte liked, kommentiert und folgt mir auch auf den anderen Kanälen, Instagram, Twitter und natürlich hier auf YouTube. Jetzt wünsche ich euch schon mal einen guten Start in die Vorweihnachtszeit und wir sehen uns wieder bei Folge 19. Macht's gut, ciao!